Ja, angesichts der albernen Demos von gestern muss ich noch mal ganz deutlich sagen: Schaut wirklich keine Verschwörungstheoretiker mehr. Ich habe das selbst gemerkt, wenn man dieses Internet-Fernsehsekten sozusagen, wenn man die immer wieder schaut, was ich ja aus beruflichen Gründen die ganze Zeit und monatelang und so weiter jetzt schon tun muss. Das färbt schon irgendwo auf einen ab, ja? Also die Verschwörungstheoretiker-Sender sozusagen von KenFM an abwärts sozusagen in den Sumpf der ganzen verschwörungstheoretischen Sekten, der ganzen Verfassungsfeinde, der ganzen kriminellen Beleidiger, der Verleumder, der Rufmörder und Volksverhetzer sozusagen. Denn das ist es, wissen Sie, wenn Sie sagen: Ich habe heute eine Strafanzeige gegen Frau Dr. Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, gestellt, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn ich aber sage, Frau Merkel ist eine Verbrecherin, dann bin ich ein Verleumder, Rufmörder und Volksverhetzer und Beleidiger und so weiter. Und dann bin ich kriminell. Das ist also kein Spaß, ja? Also die Kritik an den Internet-Fernsehsendern ist schon so richtig. Es handelt sich schon um Verschwörungstheoretiker-Sekten, die natürlich versuchen, wie jede andere Sekte auch, die Leute in ihre Weltsicht einzuspannen. Und was ist der Grundfehler dieser Weltsicht? Also die realistischen Anteile bestehen immer darauf, die Leute decken Missstände der sozialen Marktwirtschaft auf. Hallo, unser Tagesbild heute. Es werden Missstände der Marktwirtschaft aufgedeckt. So weit, so gut und so richtig. Aber dann wird gesagt, das liegt daran, weil böse Menschen mit uns böse Absichten haben und weil böse, oder manchmal geht es sogar so weit, dass es böse außerirdische Reptiloide sind und so weiter. Also da wird dann die Entmenschlichung ganz durchgeführt. Es geht immer darum, zu kreieren, da gibt es böse Untermenschen, die wollen euch Böses. Aber dass eben möglicherweise alles in Wirklichkeit nur geschieht, weil wir alle zu dumm sind, um zu verstehen, dass die Marktwirtschaft selbst gefährlich ist. Ja? Dass die alle diese Schäden produziert, über die man sich aufregt. Ja? Also ich mache es noch mal ganz kurz deutlich hier. Es ist alles andere ist Verschwörungstheorie und Sekte, als die Aussage hier: Der erste Früharzt unter Bedingungen der Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, des Chefideologen der Marktwirtschaft hier im Moment, und Professor Hans-Werner Sinn, der ja, den man auch als Chefideologen der sozialen Marktwirtschaft bezeichnen könnte, ja. Und jetzt haben wir hier einen Früharzt und der sagt die Wahrheit: Ah, ihr müsst ja weiter euer tolles Kommunenleben leben und nur naturbelassene Nahrung essen und so weiter. Dann braucht ihr mich nicht. Und das Schlimme ist, in der Marktwirtschaft kriegt er tatsächlich nichts dafür. Weil die Leute sagen: Dankeschön, dass du uns die richtigen Tipps gibst, aber sie brauchen ihn ja nicht mehr, weil sie gesund bleiben. Ja? Und dann haben sie hier den anderen Früharzt, ja, und der irrt sich und der sagt: Nein, ihr könnt ruhig den ganzen modernen Ernährungskram essen. Nee, der ist überhaupt nicht gesundheitsschädlich, da bin ich ganz fest von überzeugt. Ihr müsst nur meine Impfungen, meine Tests, meine Bestrahlung, meine Operationen und Chemotherapien kaufen, dann werdet ihr kerngesund und so weiter. Die Krankheiten, das liegt nicht an der Ernährung und nicht an dem ganzen Giften oder so. Nee, das liegt alles nur daran, dass ihr zu wenig Impfstoffe und Tests von mir gekauft habt bisher. Ja, und der sich irrt, der verdient unter Bedingungen der Marktwirtschaft richtig gut. Ich kann hier zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und begründet eine Großfamilie der Mainstream-Medizin-Professoren. Ja? Und dass die alle in irgendwelchen Irrtümern drin sind, ja, und dass zum Beispiel
der hier zum Beispiel, der war in der Wahrheit, der sagt, ja, Viren und Bakterien, die gibt es schon lange vor uns, die sind alle, darauf sind wir angepasst, die sind für uns relativ harmlos und so weiter. Da brauchen wir keine große Panik zu machen. Und der hier, der irrt sich halt und sagt, nein, Viren und Bakterien sind grundsätzlich immer die Killer und total gefährlich. Ja, und der verdient natürlich viel mehr, weil die Leute aus Angst heraus natürlich seine Impfungen oder sonst was immer kaufen. Ja? Und die Marktwirtschaft ist das einzige Böse. Wenn die Leute schon unbedingt ein Feindbild haben wollen und einen spalten wollen in Gut und Böse, dann bitteschön, hier ist das. Die Marktwirtschaft ist das Böse. Und alles andere sollten sie, wenn, sobald jemand anfängt, sonst noch irgendwas anderes außer der Marktwirtschaft als böse zu bezeichnen. Wissen Sie, dass es sich um eine gemeingefährliche, für ihre Psyche gefährliche Sekte handelt von Verschwörungstheoretikern und dass sie deren Sender grundsätzlich nicht mehr schauen sollten. Sie werden sonst wirklich eingewoben in eine Grundhaltung, die am Ende verfassungswidrig ist. Sie werden in eine kriminelle Grundhaltung gegen, wo sie dann plötzlich andere Menschen werden zu bösen Feinden im Rahmen dieser Sekten und sie werden potenziell gewaltbereit und kriminalitätsbereit und werden am Ende vielleicht sogar zu Mord bereit. Nur durch diese Gehirnwäsche und wir sind uns einig, die Marktwirtschaft besteht aus Gehirnwäsche. Diese gewinnbringenden Irrtümer stellen für uns Bürger, und davon gibt es Millionen und Abermillionen. Die gesamte Gesellschaft ist durchzogen durch gewinnbringende und karrierefördernde, in den Behörden zum Beispiel, karrierefördernde Irrtümer, ja? Gewinnbringend auch im Sinne von karrierefördernd. Also mit gewinnbringend meine ich immer karrierefördernd und geldfördernd sozusagen, beides zugleich. Und in diesem Sinne ist die gesamte Gesellschaft voll von gewinnbringenden Irrtümern. Unser Gehirn ist gewaschen mit unendlich vielen Irrtümern. Aber das können wir, das Problem lösen wir doch nicht, indem wir uns jetzt einer Sekte anschließen, indem wir irgendwelche verschwörungstheoretischen Internet-Fernseh-Sektensender sozusagen abonnieren und uns da dranhängen da, und dann nochmal eine andere Art von Irrtümern bekommen. Ja? Wir lösen doch das Problem der gewinnbringenden Irrtümer der Marktwirtschaft nicht, indem wir uns anderen Irrtumssystemen anschließen. Also deswegen, wirklich, nehmt das ernst. Übrigens, ich bin der Erste, der sagt, diese Verschwörungstheoretiker müssen als Sender weiter bestehen bleiben dürfen, denn wir haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Und so falsch ich diese Sektenmeinungen und Sektenverschwörungstheorien halte und so gefährlich sie halte, diese Gefahr müssen wir in der Demokratie aushalten. Also sozusagen, du bist völlig anderer Meinung als ich, aber ich werde der sein, der verteidigt, dass du deine Meinung weiterhin sagen darfst. Deswegen bei uns in den Talkshows, zu denen wir einladen, ist es ja so, dass wir herzlich auch Leute begrüßen, die ganz anderer Meinung sind. Sie müssen sich nur an den Minimalkonsens halten, dass man keine strafbaren Taten mit Worten begeht, also keine kriminellen Beleidigungen äußert in der Sendung, niemanden juristisch justiziabel verleumdet oder den Ruf schädigt oder eine Volksverhetzung gegenüber Personen in der Sendung tut. Nur diesen Minimalkonsens. Und ansonsten kann man wirklich, laden wir herzlich zu unseren Talkshows. Also unsere Idee ist ja, wir machen unser Maybrit Illner, Anne Will und Maischberger und Markus Lanz und Hart aber fair selber. Warum laden denn die, das Dilemma ist ja immer, dass die Menschheit nicht klug genug zu verstehen ist, dass die Marktwirtschaft
das Problem schlechthin ist das, die Zentralursache aller Probleme. Und deswegen, weil das eben auch diese Sendungen nicht verstehen, diese öffentlich-rechtlichen Sender nicht verstehen, laden sie natürlich auch nicht die nextscientistsforfuture.de ein. Ja, so ist das halt. Ja, am Ende ist alles, das Ganze, die Marktwirtschaft ist die große Menschheitsdummheit. Und für Dummheit kann man niemandem einen Vorwurf machen. Das ist halt einfach mangelnde Gehirngröße, mangelnde Intelligenz. Zu niedriger Intelligenzquotient, zu niedrige Klugheit und zu kleine Gehirngröße. Ne? Gehirnvolumen. Ja, also zum Beispiel auf diesen albernen Demos, da war es dann auch so, dass dann also die Antifa quasi, das ist Paradoxe. Die Antifa geht vor gegen die ganzen Demonstranten, ja, weil sie die ja irgendwie für rechts hält. In Wirklichkeit verteidigt sie damit eigentlich ein erzkapitalistisches System, nämlich die pharmazeutisch-medizin-industriellen Komplex und dessen Ansicht von der Gefährlichkeit eines Virus verteidigt quasi indirekt die Antifa. Jetzt wird es wirklich völlig lächerlich, aber das zeigt, es handelt sich einfach um Geist und inkompetente verschwörungstheoretische Sekten, und die Antifa hat halt so ihr Feindbild, ist halt einmal die bösen vermeintlichen Rechten sozusagen und die bösen vermeintlichen Reichen. Und jetzt wussten die wahrscheinlich nicht, wie sie sich entscheiden sollten, und da sie sowieso von nichts eine Ahnung haben, haben sie sich eben entschieden, gegen diese Demonstranten zu sein, weil die ja angeblich rechts seien. Dass sie dabei in Wirklichkeit dem kapitalistischen, erzkapitalistischen, pharmazeutisch-industriellen Komplex quasi Schützenhilfe geben, das fällt ihnen dann wahrscheinlich gar nicht auf. Und deswegen, wie gesagt, all diese linksradikalen, rechtsradikalen, Internetfernseh, verschwörungstheoretischen Sektensender, das könnt ihr alles vergessen. Es ist alles die Unwahrheit. Also mein Tipp, schauen Sie einfach nur öffentlich-rechtliches Fernsehen, nicht zu viel, denn die glauben eben ja an die Marktwirtschaft. Und dann schauen Sie die Sender, die unsere Sendungen hier veröffentlichen, also sozusagen die diversen Sender, und dann lassen Sie es gut sein, weil ansonsten kriegen Sie nur noch mehr Irrtümer in den Kopf. Ja? Also die Gehirnwäsche, die größte Gehirnwäsche kommt aus der Marktwirtschaft. Das sind wir uns klar. Die gewinnbringenden Irrtümer sind allüberall. Und da ist unser Gehirn von morgens bis abends gewaschen worden. Von Geburt an wird unser Gehirn gewaschen. Und unsere Körper werden schon durch die Effekte der schädlichen Produkte der Marktwirtschaft schon geschädigt. Schon ab der Zygote sind wir schon geschädigt, und die Genetik unserer Eltern war vielleicht schon geschädigt aufgrund der krankmachenden Produkte, der krankmachenden Ernährung, der Chemikalien, der Gifte in Wasser, Luft und Nahrung und Medikamenten und so weiter und Impfungen und so weiter. Davon sind wir dann alle geschädigt, ja. Aber es nützt doch nichts dazu, nochmal die Irrtümer der verschwörungstheoretischen Sektensender des Internets sich dazu nochmal zusätzlich ins Gehirn reinzuknallen. Das hat nichts mit Aufwachen zu tun, das hat nichts mit Wahrheitsbewegung zu tun, sondern das ist nur noch eine Irrtumswelt zu der anderen sich noch reinzuziehen. Ja? Und das ist so absurd. Ja, also deswegen öffentlich-rechtliches Fernsehen, sich klar sein, da werde ich mit den gewinnbringenden Irrtümern der Marktwirtschaft konfrontiert. Und hier bei den Sendungen, die nextscientistsforfuture.de also sozusagen mit ihrem Verteiler an verschiedene Sender geben, damit die das gerne veröffentlichen können, da finden Sie dann die Aufdeckung der gewinnbringenden Irrtümer. Und mehr brauchen Sie nicht. Sie müssen doch mal endlich in die Wahrheiten kommen. Ja? Und
Ich schaue mal weiter, was ich hier noch für Sie habe. Also das heißt, nochmal, um das ganz klar zu sagen, machen wir doch, kommen Sie doch als Talkgast in unsere, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel zu Unrecht als verschwörungstheoretischer Sektensender bezeichnet fühlen, kommen Sie doch in unsere Talkshows, Redezeit 2 Minuten, abwechselnd ständig, also absolut faire demokratische Bedingungen, kriegen Sie nur bei uns. Kommen Sie doch in unsere Maybrit Illner, Maischberger, Anne Will, Markus Lanz und Hart aber fair Talkshows, ja? Wir machen hier sozusagen marktwirtschaftskritischen und damit gewinnbringende Irrtümer korrigierenden Talkshows und dort kriegen sie auch Platz. Da kriegt jede noch so verquere Welt sich, solange sie nicht offen kriminell ist, sozusagen und offen verfassungsfeindlich ist, können sie alles aussprechen und können wir alles zur Diskussion stellen. Ne? So, dann schaue ich mal weiter. Also der Sumpf der schwörungstheoretischen Sekten. Sender im Internet, ja. Gut, das habe ich aber, glaube ich, genügend deutlich gemacht, ja. So, dann haben wir hier, ja, ich spreche deswegen wirklich, beim Internetfernsehen müssen Sie davon sprechen, es handelt sich überwiegend um Sektenfernsehen. Das müssen Sie sich mal klar machen. Und vor der Scientology hätten Sie doch auch Angst, dass Sie in irgendwas hineinverweben oder vor den Zeugen Jehovas und so weiter. Ja? Aber genau das knallen Sie sich jeden Tag rein. Sie schauen Sektenfernsehen. Ja? Und lassen sich dadurch manipulieren. Und was Sie aber noch dazu nehmen sollten, jetzt auch nochmal die andere Aussage, Sie müssen sich klar sein, Sie kriegen im Internet auch lauter Gesundheitssender, ja, also ich gehe jetzt mal hier auf die alte, nicht mehr autorisierte Homepage von Weltrat der Weisen, Rat der Weisen. Und da gehe ich auf das ganze Buch hier und dann sehen Sie hier Gesundheitstipps, ganz klein und unscheinbar. Aber Sie müssen sich klar sein, auch Sie haben im Internetfernsehen unzählige Gesundheitssekten. Sie wissen selbst, ich kritisiere in jedem Video die gewinnbringenden Irrtümer der Medizinindustrie. Natürlich muss man das korrigieren. Aber doch bitte kompetent und nicht von irgendwelchen halbseidenen, vielleicht sogar im großen Stile verkaufsinteressierten Professoren, die sich noch nicht distanzieren konnten innerlich von ihren eigenen Verkaufsförderungstendenzen und den Geschäftstendenzen sozusagen. Und es hat doch gar keinen Sinn, wenn sie sich da also quasi wieder mit Gesundheitssektierern und Prepper-Sektierern zusammentun. Sie kriegen das Ganze von den Next Scientists for Future.de. Sorry, Schluck Wasser. Sie kriegen das auch völlig sachlich, ja? Denn wenn Sie hier einfach nur draufklippen auf Gesundheitstipps, da öffnet sich Ihnen das ganze Imperium sozusagen. Hier geht es dann los. In der Öffentlichkeit liegt ein Chaos aus Wahrheiten und Ganzirrtümern über einen weniger schädlichen Lebensstil vor. Ich zeige Ihnen das nochmal. Also hier, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, Weltrat der Weisen, Weltratrettung, ja danke, aber wie, Forum, Weltrat der Weisen, Gesundheitstipps und Neues, Dr. Jakob, Dr. Ja und so weiter. Also in der Öffentlichkeit liegt ein Chaos aus Halbwahrheiten und Ganzirrtümern über einen weniger schädlichen Lebensstil und übers Preppern vor. Verlassen Sie dieses Chaos und betreten Sie erstmals den Raum der Zweidrittelwahrheiten. Die ganzen Wahrheiten sind erst nach den Reformen möglich, also man denke an Wohlfühlstimme, Gesundheitsdatenerfassung und so weiter, weil erst dann die Staatsstatistiken des Statistischen Bundesamts Wiesbaden uns zeigen und beweisen, was alles tatsächlich gesund
gesundheitsschädlich ist und was gesundheitlich förderlich ist. Ja, zum Beispiel, weiß ich denn, ob zu viel Vitamin D nicht wirklich auch schädlich sein kann, ja, und so weiter. Ja, das würde ich gerne für durch die Staatsstatistiken bewiesen kriegen. Will mir da, oder wo will man mir vielleicht Nahrungsergänzungsmittel verkaufen, die man gar nicht braucht oder und so weiter. Ja, das kann man alles messen, aber nur nach den Reformen, ja. Und deswegen sind wir hier noch im Abschätzungsbereich, aber im ganz vorsichtigen. Und hier kriegen Sie, also hier können Sie dann beginnt, das kriegen Sie alle Hinweise. Hier kriegen Sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Videos zu Gesundheitstipps und zu Ernährungstipps und Preppern-Tipps und so weiter, wie man das richtig macht. Was meinen Sie, was Sie machen, wenn Sie Nudeln als Prepper kaufen? Mit Nudeln schwächen Sie Ihr Immunsystem so maximal, wie Sie nur können, und damit rafft Sie dann auch ein harmloser Virus so schnell hin, dass, so können Sie gar nicht gucken. Ja, also das ist völlig absurd. Ja? Hier zum Beispiel die erste Sendung ist mit Dr. Med Ludwig Manfred Jakob hier, ich mache es mal ein bisschen kleiner hier, ja genau, und zum Beispiel, das ist jetzt die erste Sendung, wo es um Gesundheitstipps geht, und dann haben wir hier zum Beispiel Professor Michaela Döll dürfte das sein, die zweite Sendung, ja so, ja, gucken Sie seriöse Sachen und also sozusagen schauen Sie, weder die üblichen verschwörungstheoretischen Sektensender noch schauen Sie die ganzen unseriösen Gesundheitssender und wo irgendwelche Leute, die nicht bis drei zählen können, ihnen plötzlich die Erleuchtung haben und wissen, was andere Leute nach 50 Jahren Forschung gerade mal so eben vorsichtig an Teilgewissheiten gewonnen haben, da wissen die plötzlich, wo es lang geht, ja, und so weiter. Und dann sind da Professoren dabei, die verfilzt sind mit irgendwelchen Geschäftsfirmen und so weiter und so weiter. Vergessen Sie es einfach, ja. Holen Sie sich seriöse Informationen von Leuten, die wissen, dass die Marktwirtschaft voll von gewinnbringenden Irrtümern ist, dass man also fast nichts glauben darf, was gesagt wird, und die sich davon versuchen, ganz vorsichtig, sie ganz behutsam zu führen durch den Dschungel, sozusagen, dass sie einigermaßen, dass sie sich so gesund, wie es im Moment möglich ist, ernähren können, leben können und so weiter. Aber richtig gesund können wir alle nur werden, wenn wir endlich den Teufel, die Marktwirtschaft, beendet haben. Ne? Zum Beispiel durch die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme und so weiter. Können Sie ja alles nachlesen. Ja? So, dann schauen wir uns nochmal hier weiter an, was es noch so gibt. Ja, also deswegen nochmal unsere Talkshows, unsere Maybrit Illner Sendungen hier. Ja, bitte melden Sie sich, aber die jahrelange Sichtung des Internetfernsehens ergab praktisch, dass wir überhaupt nichts fanden, was die Next Scientists for Future nicht schon vorher wussten. Aber auch ganz viel Falsches und Irreführendes. Also das ist richtig gefährlich, wenn Sie Ihr Leben diesen verschwörungstheoretischen Sekten und diesen ganzen Gesundheitssekten des Internets anvertrauen und diesen Prepper-Sekten des Internets anvertrauen, da können Sie sich schwersten Schaden zufügen. Und wie gesagt, ich werde der Erste sein, der verteidigt, dass die ihre Meinung weiterhin sagen dürfen, denn Meinungsfreiheit ist nun mal so. Aber ich darf genauso gut sagen, dass ich glaube, dass das für sie gefährlich ist, ja, und dass sie sich da schwersten Schaden zufügen könnten. Wenn ich all das befolgen würde, was ich schon im Internet so an Gesundheitstipps und Prepper-Tipps gesehen hätte, wäre ich schon längst schwer krank. Ne? Also, ja. Und Weißrussland. Wir sind wieder bei Corona, ne? Muss ja sein, ne? In Weißrussland, da habe ich die ganzen Bilder gesehen, die ganzen Sendungen gesehen, ja, für Sie, für die Zuschauer. Schweden und Weißrussland sind ja die, die sich
unterscheiden von den knallharten Maßnahmen der Mainstream-Staaten dieser Erde sozusagen. Das sind sozusagen die sogenannten schwarzen Schafe. Schwarze Schaf Weißrussland. Ja? Denn der weißrussische Präsident sagt, die Welt ist wahnsinnig geworden. Das ist ein Corona-Wahnsinn, das ist eine Massenpsychose und eine weltweite Massenpsychose und er hält da gar nichts von. Ja, die versuchen das so gut sie es können zu ignorieren. Natürlich kommt von draußen auch Panik rein. Ja, aber gucken Sie sich an, die Massen stehen bei der Parade dicht bei dicht. Keinerlei Maßnahmen. Die Soldaten rennen dicht bei dicht beieinander. Ja. Und dann versuchen natürlich die Fernsehsender eine Hetze zu machen gegen meistens nicht die Internetfernsehsender, aber die Mainstream-Sender versuchen natürlich, das ist ja ganz logisch, das ist denen ein Dorn im Auge, aber nicht, weil sie böse Absichten hätten, sondern weil sie sagen, ja, die unterschätzen doch die Gefährlichkeit des Virus. Nur das Problem ist, es gelingt den Hetzern sozusagen, aber noch nicht einmal Interviewpartner zu finden, in deren Umfeld es jetzt plötzlich mehr Leute gestorben sind, mehr Verwandte, mehr Bekannte gestorben sind sozusagen, als in den letzten Jahren so im Durchschnitt man so an Todesmeldungen hört, ja. Also sozusagen, ich finde das einerseits ein gutes Zeichen, nämlich das bedeutet, dass die sich keine Talk-Leute gekauft haben, die ihnen das in die Kamera gesagt haben und gelogen haben und so weiter für Geld oder so. Ich finde das schon ein gutes Zeichen, dass die öffentlich-rechtlichen Sender immerhin keine gefälschten Personen sozusagen dahinstellen, die sagen, ja, in meinem Bekanntenkreis sind zwar 10 Leute gestorben, eben weil unser Präsident nichts gegen Corona unternimmt und so weiter. Hätte ja gemacht werden können, ja. Aber wurde immerhin, Restseriosität ist da, wurde nicht gemacht. Es wurden die Leute interviewt, sozusagen, die selbst von der Außenwelt Panik infiziert sind und die stellen aber nur ihre Panik dar. Also die, von denen behauptet auch kein einziger, dass er jemanden kennt, der vermeintlich an Corona gestorben sei und dass plötzlich im Bekannten- und Verwandtenkreis es mehr Todesmeldungen so im privaten Bereich, die man so kriegt, gibt, als in den Vorjahren. Das sagt keiner von denen, sondern die sagen nur, ich selbst habe Angst und ich habe Panik, ja? Und mehr. Und wenn ich jetzt doch sozusagen als Journalist doch eigentlich beweisen will, dass Weißrussland mit dem völligen Ignorieren von Corona einen Irrweg geht und Schweden mit dem teilweisen Ignorieren von Corona auch einen Irrweg geht, dann muss ich doch Interviewpartner finden, die mir bestätigen, oder ich muss zu den Bestattern gehen, beides, also ich muss zu den Bestattern gehen und dann muss doch es Bestatter geben, die sagen, also so viel gestorben, also so viel Kunden wie jetzt, dieses Jahr hatten wir in den Vorjahren niemals, auch in den schlimmsten Winterzeiten nicht. Ja, und offensichtlich können sie solche Interviews nicht kriegen, weil das nicht der Wahrheit entsprechen würde, weil kein Schwede und kein Weißrusse offensichtlich da hingeht und die Leute belügt und die, wahrscheinlich würden die Bestatter und die Bürger alle sagen, nein, also ich habe nichts gehört von jemandem, der jetzt gestorben ist und im letzten Jahr habe ich mal gehört, dass jemand gestorben ist, im vorletzten Jahr, aber ich habe jetzt nicht gehört, dass dieses Jahr 5 Leute aus meinem Bekanntenkreis gestorben wären, was doch mal eine Hausnummer wäre, ne? Also von daher, eigentlich beweist mir das schon wieder mal ziemlich gut, dass vielleicht Weißrussland am Ende am richtigsten lag. Nämlich zu sagen, es handelt sich um eine Gefährlichkeitsüberschätzung einer marktwirtschaftlich-kapitalistischen Medizinindustrie, die voll ist von gewinnbringenden Irrtümern. Und die deswegen sozusagen, deswegen die Regierungen der Welt falsch informieren musste
Und der weißrussische Präsident, der hatte garantiert auch solche Ärzte in seiner Gesellschaft. Aber er hat gesagt, ich habe gelernt, damals in der Sowjetunion haben wir noch gelernt, dass der Kapitalismus und seine Aussagen nicht für bare Münze genommen werden können, weil da immer ein Geschäftsinteresse hintersteckt und weil die uns vielleicht dann auch manchmal Irrtümer sagen. Und ich folge den Irrtümern nicht. Ich gehe, bevor ich da nicht sehe, dass die Leute umfallen, wie die fliegen und tot sind, sozusagen, mache ich erstmal als Präsident gar nichts. Und da hat er wahrscheinlich am Ende völlig recht gehabt. Ne? Ja, und die Tatsache, dass angeblich, zum Beispiel ein Professor äußert sich so, dass angeblich Amerika umgeschwenkt sei, weil der Trump plötzlich diese Toten alle gesehen hätte. Nee, ich sehe es so, dass vielleicht, es kann ja genauso gut sein, dass die Medizinindustrie mit ihren gewinnbringenden Irrtümern ihn so nach und nach überzeugt hat und dass eben einige Sensationsbilder, die gar nicht realistisch sind, ihn fälschlicherweise überzeugt haben, jetzt einen harten Lockdown zu machen. Und was ist der Nutzen des harten Lockdowns? Vielleicht erzeugt genau der mit der Panik, die dadurch von Präsidentenseite ja ausgegeben wurde gerade, vielleicht werden dadurch gerade die Todeszahlen erzielt und vor allem, weil auch dann die medizinische Übertherapie und die Überdiagnosegewohnheiten und die überharten Maßnahmen, Krankenbehandlungsmaßnahmen zu eigenen Todesfällen führen, ne? Und dann wird gehetzt gegen Russland, wird gehetzt, ja. Sie müssen sich mal klar sein, ich habe das mal ausgerechnet für Sie. Täglich sterben ganz normal in Winterzeiten ungefähr 5000 Menschen pro Tag in Russland. Also pro Tag in einer normalen, starken Wintergrippesaison müssten Sie wahrscheinlich 5000, eventuell sogar mehr Tote haben. Ja? Und das pro Tag. Wir haben ja allein in Deutschland schon jeden Tag im Winter wahrscheinlich nicht eher 2700, 2800 Tote, ja, und dagegen hatten die an einem Tag, hatte Russland schreckliche 119 Tote. Also wenn alles auch nur halbwegs stimmen würde, was da behauptet würde, dann würde es bedeuten, dass die Todeszahl an diesem Tag von 5000 auf unheimliche 5119 Tote angestiegen sei. Also das ist doch ein Witz, das ist eine statistische Schwankung, 119 mehr oder weniger bei 5000 sowieso Toten jeden Tag sozusagen, ist doch eine lächerliche Rate und so etwas dann den Leuten zu sagen, oh guckt mal, Russland ganz schlimm, 119 Tote heute, Russland 119 Tote heute, ja, dabei sterben, müsste die Meldung heißen, jeden Tag sterben, oh wie schlimm, in Russland sterben jeden Tag 5000 Menschen, ganz normal zur Winterzeit, ganz normal sterben 5000, oh wie schrecklich, ach so, und jetzt sind noch 119 lächerliche angeblich dazugekommen, wobei wir gar nicht wissen, ob die dazugekommen sind oder so, das weiß doch kein Mensch, ja. Ja, also, und über den Demo-Unfug habe ich ja schon deutlich gesprochen. Also, noch einmal abschließend, ich fasse alles zusammen, ja, hier, indem ich jetzt nochmal den Abschluss mache, ja. Also, liebe Greta Thunberg, das ist übrigens der Artikel, wo euch die Kohlestopp 2026 nochmal angeboten worden war. Kohlestopp 2026, 900 Milliarden Plan, 7 Jahre Plan fürs Klima. Da findet ihr den Artikel, müsst ihr mal gucken, müsst ihr halt mal googeln, holen Greta Thunberg und die Four Futures. Genau, oder ihr geht auf die alte Homepage der Next Scientist for Future, da findet ihr ja dann alle Artikel und so weiter. Könnt ihr ja hier nochmal, könnt ihr ja bei Google eintippen hier, da müsst ihr ja eigentlich direkt auftauchen, wenn ihr auf wortwörtlich geht oder so, ja. So, und dann, ja, liebe Greta Thunberg, zu euch gesagt, also, wo gehe ich jetzt nochmal hin? Da.
was habe ich denn hier gemacht? Ach so, ich war auf der falschen Bild hier. Wir sind ja heute gar nicht eine Talkshow, wir sind die wissenschaftliche Talkshow News für Gebildete. Alles klar, das sind wir heute. War das falsche Bild, das Talkshow-Bild. Ja, also hier, Fridays for Future, Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Carla Rehmzma. Ja, liebe, die Marktwirtschaft ist das Problem. Die Marktwirtschaft kostet das Geld, das man bräuchte, wenn wir die Marktwirtschaft beenden, und das können halt leider nur die Next Scientists for Future.de, dann machen wir jedes Jahr, nicht im ersten Jahr, aber so auf Dauer dann jedes Jahr 500 Milliarden Euro plus volkswirtschaftlicher Reingewinn, denn die Marktwirtschaft ist ruinös. Ja, das ist auch schon nur diese Corona-Gefährlichkeitsüberschätzung der Medizinindustrie kostet uns jetzt aber Milliarden. Ja, und sowas kommt ja alle paar Jahre demnächst dann immer wieder. Ja, jetzt, wo es endlich den Dreh raus, man den Dreh raus hat, jedes Mal das zu machen. Bei der Schweinegrippe war es ja noch ein Rohrkrepierer gewesen. Ja, allerdings, wie gesagt, niemand ist da mit bösen Absichten unterwegs. Wenn ich bestimmte Irrtümer glaube, halte ich bestimmte Maßnahmen für zwingend nötig. Und das ist keine Böswilligkeit, das ist einfach nur Irrtum. Irrtümer töten, ne? Ohne böse Absicht, Irrtümer töten, ne? Um das nochmal ganz deutlich zu sagen. Ja, ja, und Carla Rehmzma und so weiter, liebe Fridays for Future, nur von diesen 500 Milliarden plus kann sich ein Land den Luxus leisten, der Welt als Vorreiter zeigen zu wollen, wie es im Prinzip geht, nämlich Wirtschaftswunder kombiniert mit totalem Klimaschutz und mit einem 900 Milliarden 7-Jahre-Plan fürs Klima und mit Kohlestopp 26. Aber ohne diese 500 Milliarden durch Beendigung der Marktwirtschaft und des Kapitalismus kann das ein Staat nicht finanzieren, sondern da würde jetzt wieder Professor hier, wo ist er, Hans-Werner Sinn und Markus Krall würden zu Recht wieder sagen, nein, da ruinieren wir doch unsere Volkswirtschaft. Ja, ist doch klar, denn wir ohne Zusatzgewinn durch Beendigung der Marktwirtschaft darf ein Staat nicht den Vorreiter machen, sondern muss auf einen weltweiten Emissionshandel, der alle toxischen Emissionen und sonstigen Emissionen, jeder Luftstoff, der da nichts zu suchen hat, außer dem Ausatmen von Menschen, auch das Ausatmen von Tieren muss dann bezahlt und besteuert werden und so weiter. Und auch die Methanpupse der Kühe müssen bezahlt werden und so weiter. Mit einem weltweiten Emissionshandel. Man kann dann überlegen, ob man den Club der Willigen von Professor Hans-Werner Sinn dann versucht, ob man mit China, USA und Europa sozusagen einen Club der Willigen startet und die anderen erstmal alle aus schließt durch ganz große Einfuhrzölle und sie dadurch zwingt, auch sich dem Emissionshandel anzuschließen. Das ist ja die ungefähre Vorstellung von Professor Hans-Werner Sinn. Ja, aber liebe Fridays for Future, das, was ihr wollt, geht nicht. Und was ihr, wenn man das umsetzen würde, was ihr wollt, dann würden wir Europa in einen Totalruin machen und die dritte Welt würde frohlocken und die wäre dann die erste Welt. Ja? Nur ihr selbst würde dann jeden Tag und gegen das Verhungern kämpfen, weil ihr irgendwann nur noch 2 Euro am Tag hätte. Und indem die Regierung auf euch nicht eingeht, schützt sie Europa davor vor euren völlig weltfremden, linkssektiererischen, völlig weltfremden Konzepten, ja? Und ihr habt euch leider überall, ihr habt euch mit den falschen Professoren eingelassen, ihr habt euch mit allem, die weltfremd sind, habt ihr euch eingelassen, aber mit den Realisten, mit den Next Scientists for Future.de habt ihr euch nicht eingelassen. Das ist der Wahnsinn. Ja? Mit der Antifa habt ihr euch eingelassen, mit einer linksextremistischen, verfassungsfeindlichen, verschwörungstheoretischen Linkssekte habt ihr euch eingelassen. Das sind eure Freunde, ja. Aber es sind ja manche Mitglieder bei euch, die sind ja auch gleichzeitig Mitglied bei der Antifa. Aber mit den vernünftigen Leuten, nee, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, ne? So, jetzt schauen wir mal weiter hier. Na, was ist denn jetzt passiert? So, dann also
Christian Felbers Gemeinwohlökonomie, damit, da haltet ihr Reden drüber, habt da Reden drüber gehalten bei den Veranstaltungen und so weiter. Ja, das ist nichts anderes als ein Bürokratiemonster, die Gemeinwohlbilanz, die sozusagen zu unzähligen juristischen Streitigkeiten wegen Wettbewerbsverfälschung und wettbewerbsrechtlichen Verstößen sozusagen bringt, weil jede Firma, die benachteiligt wird durch eine Gemeinwohlbilanz, die sagt aber ja hoppla, die andere Firma kriegt da einen besseren Wert und in Wirklichkeit ist das doch alles nur Geschwätz und nur Schätzungen und Einschätzungen. Das ist doch gar keine harten Daten, um mir jetzt da durch betriebswirtschaftliche Nachteile zu geben, durch solch eine vage, bürokratische, pseudo-exakte Gemeinwohlbilanz, das geht nicht. Ja, und das wird dann auch das Verfassungsgericht, würde die Gemeinwohlbilanzen eines Herrn Felber kippen. Ja. Und über seine anderen gefährlichen Weltanschauungen will ich gar nicht reden. Ne? Ja. Wobei er ganz gut, er hat ja auch Psychologie studiert und hat Selbsterfahrung und hat natürlich erkannt, dass die Marktwirtschaft gefährlich ist oder der Kapitalismus gefährlich ist. Das sagen wir hier doch jeden Tag 100 Mal. Ja? Also das wissen wir doch aber alles. Da brauchen wir doch keinen Herrn Felber dazu. Ne? Und so weiter. Und dann Sarah Wagenknecht, da ist auch wieder nur das Feindbild, die bösen Reichen sollen mal mehr Steuer zahlen. Ja, damit treiben wir die Reichen aus dem Lande. Nico Pech mit seiner Vorstellung von Degrowth und Postwachstum. Wir wollen richtigen Degrowth und richtige Postwachstumsgesellschaft, indem wir die Konsumsucht beenden. Ja, nochmal ganz kurz die Konsumsucht. Ja, Schluck Wasser. Ganz kurz die Konsumsucht, ja. Hier, dieser Früharzt und Frühhändler sagt, ach, ist das toll, wie in den Kommunen, wie ihr so schön kommunistisch, urmatriarchal, ursozialistisch lebt und wie das alles und wie ihr so viel Sex habt und ach, herrlich ist das, wunderschön, ja. Macht nur weiter so, dann bleibt ihr auch gesund, ja. Und dieser hier, der sagt, nein, ist das eklig, widerlich, euer ganzes Geschmuse und ihr infiziert euch damit und ihr werdet krank und so weiter und ihr müsst auf und damit, das ist unkeusch, das ist unmoralisch und so weiter, ja. Und außerdem, nee, und eure Gesundheit und Krankheit hat überhaupt nichts mit dieser modernen Ernährung zu tun, mit diesem ganzen denaturierten Zeug, das könnt ihr ruhig essen, das ist ganz toll, das ist total gesund, das ist, da gibt es keinen Unterschied zu dem Gemüse und Obst und so weiter, ihr könnt das ruhig alles essen, ruhig Pizza und so weiter, das macht euch nicht krank, nein, krank macht euch ein Mangel an Impfungen, an Tests, an Bestrahlungen, an Chemotherapien, an Operationen und die verkaufe ich euch. Ja, und dieser, der irrt sich, das ist kein böser Verschwörer, der sich gegen die Menschheit verschwört, der irrt sich einfach nur. Nur komischerweise kriegt er unter Bedingungen der Marktwirtschaft und des Kapitalismus, wird er belohnt, ja, dadurch, dass er den Leuten die Sexualität wegmacht, macht er sie alle konsumsüchtig, esssüchtig, kaufsüchtig, alkoholsüchtig, zigarettensüchtig, drogensüchtig. Und dadurch werden die Leute alle krank, ja, durch gewinnbringende Irrtümer, ja. Und diese Konsumsucht müssen wir beenden, denn die ist zu viel für die Erde. Natürlich müssen wir uns auch um die Überbevölkerung kümmern und alles, ja. Habe ich ja schon ganz oft gesagt in vielen Sendungen, wie wir das machen müssen, dass wir die Bevölkerung in den Griff kriegen, ja. Und ja, so, ja. Und also lieber Herr Nico Pech, Professor Nico Pech, so geht's nicht, ja? Mit Ihrem Appell an wegen Genügsamkeit, das wird nichts. Sie können Konsumsüchtige nicht von ihrer Konsumsucht abbringen, nur durch ihre netten, nett gemeinten Appelle. Und Kevin Kühnert will enteignen, das heißt, das würde dazu führen, dass die gesamte Wohnungsbauwirtschaft keinen Cent mehr in Wohnungen investiert. Das heißt, ihre Wohnung, in der sie wohnen, würde völlig vergammeln und wenn nötige Reparaturen anständen, würde das keiner mehr machen, denn vielleicht wird ja der Hausbesitzer enteignet und da sagt er, da stecke ich doch kein Geld mehr rein, ich werfe doch kein Geld mehr einer möglichen Enteignung hinterher sozusagen, ja. Da investiere ich in andere Bereiche der Gesellschaft. Ja.
und Rainer Mausfeld, ja, der also dann sagt, ja, wir müssen irgendwie die Zentren der Macht irgendwie angehen. Da weiß ich nicht, ob das dann am Ende nicht wieder in einem verfassungsfeindlichen, ob da nicht doch im Kern ein verfassungsfeindlicher, gewaltsamer Revolutionsaufruf à la RAF dahinter steckt. Ne? Das sollte der Verfassungsschutz mal genau prüfen. Ja? Ich habe ja genügend gewarnt vor diesen ganzen Sektieren im Internetfernsehen. Ja? Ja, gut, damit habe ich wieder alles gesagt und wir schauen uns nochmal unser hübsches Tagesbild an. Also hier, also noch einmal ganz deutlich, schauen Sie bitte nicht mehr. Ich habe gemerkt an mir selbst, dass man plötzlich anfängt, wenn man diese Sekten so häufig schaut im Internet und ich das hier aus ehrenamtlichen, tätigen Gründen immer tun musste und auch immer noch weiter tue. Es färbt ab, man neigt dann dazu, plötzlich auch irgendwie die Leute anzugreifen. Vielleicht habt ihr das ja auch eben gemerkt, dass ich ja sozusagen ja die gesagt hat, dass da die Fernsehsender eine Hetze machen gegen Weißrussland. Ja, ja, das ist eigentlich auch schon wieder eine zu harte Wortwahl, denn die machen ja das nicht absichtlich. Die glauben ja, die Fernsehleute glauben doch ihre Irrtümer. Ja? Und man wird durch diese Internetsekten, diese Verschwörungstheoretiker-Sekten in der Sprache schon verroht sozusagen. Und man merkt, dass das, Sie sehen das auch bei mir, ja, also immer wieder, obwohl ich genau weiß, dass alle Leute unschuldig sind, rede ich plötzlich von Hetze, ja, weil einfach dieses Internetfernsehen uns alle verdirbt, ja, und diese, aber eben nur die Sektensender, also nicht die anderen, sondern im Internet gibt, Sie müssen halt gucken hier, was sind die verschwörungstheoretischen Sektensender im Internet und wo sind die gefährlichen Gesundheitssekten und Prepper-Sektensender des Internets? Und wo ist Realität? Leider geht es nicht anders. Und auf keinen Fall dürfen wir irgendwas verbieten oder zensieren, aber ich darf Sie aufklären und ich darf Ihnen sagen, was ich Ihnen empfehle, nämlich die Finger von all diesen gefährlichen, gefährlichen Teil der Internetfernsehsender zu lassen. Und ja, und wie gesagt, richten Sie sich, wenn Sie... Richten Sie doch mal bitte alle Ihre Energie, all Ihres Unmutes, bitte schön, gegen die Marktwirtschaft, gegen den Kapitalismus und gegen nichts anderes sonst. Denn das ist aus naturwissenschaftlicher Sicht die Ursache alles Bösen auf der Erde. Ja? Und melden Sie sich für... Melden Sie sich an für unsere wissenschaftlichen Tagesschau heute zu unseren Talkshows, zu unseren Maybrit Illner, Maischberger, Anna Will, Hart aber fair und Markus Lanz Shows des Internetfernsehens. Ja? Also wenn Sie jetzt sich zu Unrecht abgetan zu tun als Internetsender, als sozusagen als Verschwörungssektenfernsehen sozusagen, dann melden Sie sich und dann dürfen Sie hier offen Ihre Meinung sagen. Nur was wir nicht zulassen können, ist, wenn Sie zum Beispiel irgendwelche verbalen Straftaten begehen. Ja, das können wir dann, das müssen wir dann entweder rausschneiden oder die können dann die ganze Sendung nicht senden. Aber Ihre grundsätzliche Kritik an, wie Sie die Welt sehen, das dürfen Sie darstellen und das dürfen Sie unzensiert darstellen. Dafür die Next Scientist for Future die stehen ja für die Wohlfühlstimme und das würde die Demokratie um den Faktor, man kann sagen, wir würden eine Demokratisierung haben um den Faktor 100. Ja, so viel für jetzt. Tschüssi, bis bald.